Penners GmbH. Die Firma Penners ist 2010 insolvent gegangen und 2009 und 2010 hat sie dann die HBX übernommen und gesagt, ja, das passt ganz gut eigentlich zu seinen Produkten dazu, die Bearbeitungsmaschine. Und das ist doch Schwerpunkte und Zielgruppe. Natürlich sind die Werkstoffverarbeitung sowohl Holz, Kunststoff, Metall, auch Produktionsbetriebe, natürlich optische kann man eigentlich überall bauen, auch in einer Gärtnerei, wo schwere Schalen nutzen muss, die sind auch in der optisch vor, oder auch Instandhaltungsbetriebe und bei uns natürlich die Werkstoffverarbeitung. Ja, man kommt irgendwo auf den Holz, da haben wir verschiedenen Materialien, die man schneidet, sind wir eigentlich nur noch auf dem Holz. Und die Standorte ist in Traubenwies bzw. in Bittelschies, hat Produktionsfläche von 3000 Gramm Quadratmeter und 25 Mitarbeiter und Produktionsfläche von 8000 Quadratmeter. Und so 35 Mitarbeiter in der Gruppe sind noch 65 Mitarbeiter. Jetzt macht pro Problem einen Umsatz von 4 Millionen, also das ist eigentlich im Moment ein kleines Licht in dem Bereich. Die Branche macht 450 Millionen an Bearbeitungsmaschinen. Und Ziel ist es, bis 2020 auf 10 Millionen zu kommen. Wie wollen wir das erreichen? Welche Strategie haben wir? Natürlich werden wir auch unsere Maschinen und Produkte weiterentwickeln, auch mit Ihnen lernen. Wenn ihr wisst am besten, was für Maschinen ihr braucht und wie die aussehen müssen und was vielleicht fehlt und was wir noch dazu machen müssen. Und natürlich kommt den Support, den Service, wie schon gesagt, das gehört euch auch dazu. Das wollen wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir aber auch neue Geschäftsfelder mit aufnehmen. Wir müssen mehr machen, wir wollen mehr machen und sagen wir, wir sind eigentlich, der Vorteil von uns ist eigentlich, wenn man das breiteste Maschinenprogramm von allen Herstellern. Also hat kein Hersteller so breites Spektrum an Bearbeitungsmaschinen. Und das ist eigentlich unser Vorteil. Und auf den müssen wir uns eigentlich besinnen. Wenn man, das haben wir vorher hat man schon gesagt, das Thema Insolvenz irgendwo in der Nacken hat, tut es sich auch manchmal recht schwer am Markt. Und das gilt einfach an der Basis wieder aufzubauen. Und gut haben wir auch natürlich den Kontakt zu den Innovationen zu der Öffnung. Dieses Jahr ist es jetzt die Gruppeveranstaltung, die Gruppeverbindung. Ja, war ich bei uns und ich denke, das ist der richtige Weg, dass die Praktiker zu uns ins Haus kommen, sehen, was für tolle Maschinen wir produzieren und dass wir die auch in Deutschland produzieren und nicht aus China importieren oder sonst woher, sondern dass es wirklich made in Germany ist und Qualität ist. Und das ist der richtige Weg und das bestätigt eigentlich auch die Suche, wo die Erkenntnis kann das einfach vorgestellt. Dann bei Panels die Formatkreissäge, die Fräsmaschine, die Wandsäge, Hobelmaschine, T-Tech und natürlich unsere Langlochbohrmaschine. Was jetzt nicht drauf ist, das wird im Sägerbereich, wir haben noch Fräsmaschine und dann auch noch eine Drehbausäge im Thema, aber unbedingt von Plastikdruck, die wir das ist ein Format und ein Programm, was wir abdecken. Und durch euch Beispiele, wo natürlich die beiden Unternehmen sehr viel zusammenarbeiten und auch Synergien entwickeln, ist unser Schenkmann, das ist die Schenkeinrichtung, der jetzt natürlich in Verbindung mit der Formatkreissäge oder auch mit der Fräse ideales Handling-Gerät, wo im Prinzip eine Person ein Plattenhandling bewältigen kann, wo man, wenn man die Hand nicht hat, dann kommt die Feuerlein und dann schlägt man auf der Rücke.